Servus, ihr lieben Leute der Unterhaltungsbranche, sag ich mal. Willkommen zu Battlefield 4 hier auf Morgendämmerer. Team Deathmatch, die kleine Variante mit, ich glaube, maximal 16 Leuten aktuell. Wir spielen mit der AEK 971. Sind 6, 7, ja, 13 Leute aktuell gerade hier drauf. Von Maximum 16, soweit ich das mitbekommen habe. In der Serverbeschreibung stand das so drin. Dann wollen wir mal schauen, ob wir hier irgendwas reißen können. Ich habe jetzt auch mittlerweile mal einen schönen Skin freigeschaltet für die Waffe. Das ist natürlich sehr geil. Hier ist ein Gegner. Hier hat es einen Gegner. Hier geblieben. Halt! Den haben wir erwischt. Sehr gut. So. Oh, 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 oh. Oh, verdammt. Von wie das denn? Durch die Wand durch? Ja, cool. Passiert auch schon mal. 1-1 steht's für uns. So, weiter geht's. Richtung... weiß nicht, was ist das eigentlich? Ein Hotel? Was ist das für ein Gebäude? Oh, hüpf doch da rein. Verdammte Scheiße, Mensch. Jawohl, okay, wir haben ihn noch mitgenommen. The Sound 9. Ah, 6 gegen 7 haben wir natürlich einen kleineren Nachteil. Beziehungsweise eigentlich haben wir einen Vorteil, weil wir zum Abschießen eine Person mehr haben als die. Das heißt, wir können theoretisch mehr Kills machen als die. Ja, so geht's auch. Das war knapp. Das war knapp, knapp, knapp. Da hat's einen Gegner. Nein! Hat er sich jetzt selber umgebracht? Will der Kerl mich verarschen? Nein! So, den haben wir auch. Jawohl. Halt die Fresse. Scheiß Alarmanlage. Habe ich den Strom ausgeschaltet? Ich habe den Strom ausgeschaltet. Ah! Das war jetzt etwas viel. Den haben wir. Den nicht. Macht aber nichts. Wir stehen hier echt im Dunkeln. Ich habe jetzt wirklich hier den Stromkasten kaputt geschossen. Sehr unklug. Oh, komm. Nein. Ich häng fest. Oh. Nein, nein. Ich habe aus Versehen die Konsole geöffnet. Scheiße. Nein. Das gibt's nicht. Sauerei. So, weiter geht's. Ja, weg da, weg da. Verpiss dich. Ich will hier selber langlaufen, du Penner. Ich war außerdem vor dir. Das ist der gleiche Scheiß wie in Call of Duty. Wenn man direkt hinter einem läuft, dann ruckelt das so bescheuert beim Laufen. Das ist richtig kacke. What the f... Alter! Der wollte nicht sterben. Habt ihr das gesehen? Krasse Seuche. So, Wiedereinstieg. Los, schnell. Hopp, 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 hopp. Wir wollen ja ein paar Kills holen, bevor das hier alles vorbei ist, ne? 51 zu 33 steht's für uns. So, den haben wir. Den haben wir auch.
Aber wollen wir mal weiter schauen, ob wir da nicht noch ein paar wegholen. Ich sehe nichts, ne? Alles dunkel. Da hast du ein Heilpäckchen. Komm, machen wir es mal wieder dunkel, weil wir es können. Finde ich irgendwie sehr lustig. Boah, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Alter. So, lebe, lebe. Hier hast du noch ein Heilpäckchen. Okay, beide zu dumm zum Treffen. Wow. Hier fliegen Granaten durch die Gegend. Licht aus, Kamera an. Ah, Mist. Sauerei. Die AUG A3 hat er mich erwischt. Die will ich auch haben. Die bin ich gerade dabei freizuschalten. Und es gibt eine kleine Map, die mir in Battlefield 3 gefallen hat. Die finde ich leider in Call of Duty... Ach, in Call of Duty, jetzt sag ich schon Call of Duty. Die finde ich in Battlefield 4 nicht mehr. Also ich finde die schon noch geil, aber die gibt es hier nicht mehr. Das ist schade. Und zwar Noscha-Kanäle. Die waren relativ cool, die haben mir in Battlefield 3 gefallen. Ich finde es doof, dass sie die nicht übernommen haben. Zumindest noch nicht, ich weiß nicht. Vielleicht bringen sie die als Hall of Fame Maps oder so. Best of all Maps ever und so eine Scheiße, aber... Boah, krass, ey. Hilfe, Hilfe. Ich versteck mich mal hinter den Kopierern hier. So. Mein Hals juckt. Hals juckt. Ganz schlecht. Boah, will der mich jetzt ernsthaft verarschen mit seiner Scheißwaffe? Unglaublich. Ich hasse Leute, die mit dem Granatwerfer spielen. Das ist ja so eine Pussy-Scheiße. Das geht gar nicht. Das geht überhaupt nicht klar. Ohne Scheiß. Das ist ein absolutes No-Go. So. Schnell weg hier. Das war knapp, ey. Da bin ich in zwei Leute reingerannt. Ich habe einen sogar noch fast mitgenommen. Nein, jetzt lauf doch um den Blumenkübel rum, du Penner. So, jetzt haben wir sie. Jawohl, von hinten. Haben wir sie, wow. Haben wir sie alle weggeholzt. Ach, das war ein Verbündeter. Das war auch ein Verbündeter. Oh nein, ah, Mist, Sauerei. Ah, 16-6 steht doch schon mal nicht schlecht. Also score-technisch gut dabei, würde ich sagen. AEK ist auch so eine meiner Lieblingswaffen in Battlefield. Die hat mir schon immer gut gefallen. Aber ich glaube, mich zu erinnern, dass man in Battlefield 3 die Waffe sehr viel früher hatte. Ich glaube, das war die Anfangswaffe. Kann das sein? Bin mir da gerade nicht so ganz sicher. Penner. Gibt's nicht. Boah, da habe ich mich erschreckt. Ich habe ihn noch gehört, aber dann stand er direkt in meinem Gesicht drin. Er hat mir so richtig Facepalm in die Fresse gegeben. Das war doch geil. So, jetzt bin ich hier am Arsch der Welt. Muss mich schnell wieder zurück. Boah, boah, na okay, keine Chance. Da sehe ich leider nur seinen Kopf. Er kann natürlich meinen ganzen Körper anvisieren und zielen. Ich kann natürlich nur seinen Kopf sehen. Das ist ganz schlecht. So, wir haben es gleich geschafft. 4 Kills noch. 4, kommt schon. Leute, haut rein. Jetzt noch 3, Jungs. Kommt schon.
Noch drei. Immer. Noch zwei. Haut rein, Leute. Haut rein. Los. Los. Wo sind sie? Ah, scheiße. Jawohl. Gut, macht nichts. Dein Team hat gewonnen. Wir haben natürlich alles weggerockt. Und hatten auch stats-technisch, waren da eigentlich ziemlich gut dabei. 18-9 kann man lassen, kann sich sehen lassen. Ist nicht schlecht. Und ja, damit ist das Team Deathmatch schon mal vorüber. Wir sehen uns im nächsten auf jeden Fall wieder, Leute. Haut rein.